Was würden diese Harry Potter Charaktere eigentlich im Spiegel von Ner-Hijab sehen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Spiegel von Ner-Hijab. Dies ist ein uralter, verzierter, verzauberter Spiegel. Er zeigt den verzweifeltsten Wunsch des Herzens eines Menschen, eine Vision, die dafür bekannt ist, dass sie Menschen in den Wahnsinn treibt. Der Spiegel wurde zum ersten Mal von Harry im ersten Buch entdeckt und als er hineinschaute, sah Harry seine verstorbenen Eltern Lily und James Potter. Der Spiegel wurde jedoch auch von anderen Charakteren genutzt. Diese sind Dumbledore, Ron und Quirrell. Außerdem werden wir im heutigen Video darüber diskutieren, was Hermine, Draco und Voldemort im Spiegel von Ner-Hijab sehen würden, wenn sie reingucken würden. Der Spiegel von Ner-Hijab ist ein sehr altes Relikt. Niemand weiß, wer ihn erschaffen hat oder wie er in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei kam. Der Name Ner-Hijab klingt schon komisch, nicht wahr? Das ist so, wenn man ihn rückwärts lesen muss. Da liest man nämlich rückwärts Begehren. Die auf dem Rahmen des Spiegels eingravierte Schrift war angeblich in einer fremden und wahrscheinlich toten Sprache. Aber wenn man ganz genau hinsieht, steht dort rückwärts geschrieben, nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Beginnen wir zuerst mit Draco Malfoy. Was würde Draco im Spiegel von Ner-Hijab sehen? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir entscheiden, welche Version von Draco in den Spiegel schaut. Es wurde erwähnt, dass sich das, was die Person im Spiegel sieht, mit der Zeit ändern kann, vorausgesetzt, der größte Wunsch dieser Person ändert sich. So war Draco in den ersten Jahren in Hogwarts eifersüchtig auf Harry, der für etwas, das er als Kind nicht getan hatte, Aufmerksamkeit und Respekt erntete. Harry, der in seinem ersten Jahr ein Gryffindor-Sucher geworden war, und zwar der Jüngste. Der Harry, der ihn bei jedem Spiel im Quidditch besiegt hatte. Draco würde höchstwahrscheinlich sehen, wie er als der Beste anerkannt wird. Er würde sehen, wie sein Vater ihn mit Stolz anschaut und Harry in seiner Position ihn mit Neid anschaut. Er würde sich selbst als erfolgreich sehen, denn die beiden Dinge, die er sich am meisten wünschte, waren, an der Spitze zu stehen und dass sein Vater stolz auf ihn ist. Er würde sich als Anführer seiner Slytherin-Clique und ziemlich beliebt in seinem eigenen Haus sehen. Draco kümmerte sich in dieser Zeit nicht viel um das, was auf ihn zukommen würde. Das Einzige, was für ihn zählte oder was er sich zumindest am meisten wünschte, war, der Beste in den Augen seines Vaters zu sein. Draco ab dem sechsten Teil betrachtet, ist etwas ganz anderes. Dieser Draco ist einer, der den Glauben an das verloren hat, woran er früher glaubte. Der Name Malfoy ist sowohl in den Kreisen der Todesser als auch in der normalen Zauberergesellschaft verrufen, nachdem sein Vater nach Azkaban geschickt wurde. Er wird mit der Aufgabe betraut, Albus Dumbledore zu töten, den Schulleiter, den er seit seiner Kindheit kennt. Als Dumbledore dann stirbt, wird sein Haus von Todessern überfallen und eingenommen. Menschen, mit denen er anfängt, nicht übereinstimmen zu wollen. Sein Leben ist eine Katastrophe und er ist verflucht, wenn Harry den Krieg gewinnt und ebenso verflucht, wenn er ihn verliert. Draco wurde das Produkt seiner Umgebung. Er war ständig von dunklen, bösen Zauberern umgeben und als junger, sensibler Mann war es fast so, als hätte er keine Wahl gehabt. Er spürte den Druck und wusste, dass er aufstehen und den Namen Malfoy mit Stolz erfüllen musste, auch wenn er das tief in seinem Inneren nicht mehr tun wollte. Dann würde Draco in den Spiegel schauen und sehen, dass seine Mutter und sein Vater in Sicherheit und glücklich sind. Er würde sehen, dass seine Familie ein normales Leben führte, wie sie es zuvor getan hatte, dass der Dunkle Lord nicht zurückgekehrt war und dass sein Vater sein Leben als Todesser hinter sich gelassen hatte. Sie wären alle glücklich und gesund und der Ruf der Familie wäre intakt und vor allem gäbe es keinen Druck mehr auf ihm, dunklen Machenschaften nachzugehen. Obwohl der Hass zwischen ihm und Harry groß war, nehme ich stark an, dass Draco auch gesehen hätte, dass Harry gewonnen hätte, denn er wollte nur, dass alles erledigt ist und Lord Voldemort weg ist. Die zweite Figur, die wir auf unserer Liste haben, ist Hermine Granger. Was würde Hermine also im Spiegel sehen? Diese Antwort würde wieder stark davon abhängen, wann sie in den Spiegel schaut. Wir haben eine Antwort von J.K. Rowling selbst aus einer Fanfragerunde dazu. Der Fan fragte folgendes: Ich wollte nur wissen, was Hermine sehen würde, wenn sie in den Spiegel schauen würde. J.K. Rowling antwortete: Wie Sie wissen, haben Harry, Ron und Hermine gerade ihr vorletztes Jahr in Hogwarts beendet und Hermine und Ron haben Harry gesagt, dass sie Harry begleiten werden, wohin auch immer er als nächstes geht.
Im Moment denke ich also, dass Hermine höchstwahrscheinlich die drei lebend und unversehrt und Voldemort erledigt sehen würde. Jetzt stimme ich Rowling zu und glaube, dass Hermine genau dieselbe Vision sehen würde, denn Hermine ist ein sehr selbstloser Charakter. Deshalb würde sie sich wünschen, dass sie und ihre Freunde am Leben und in Sicherheit sind und dass die größte Bedrohung der Welt, nämlich Lord Voldemort, beseitigt ist. Denn wenn Voldemort tot ist, kann sie sich auf sich selbst konzentrieren. Und dann würde Hermine nach der Schlacht von Hogwarts sehen, wie ihre Eltern aus Australien nach England zurückkommen und sie den Erinnerungszauber von ihnen löst und sie wieder in ihrem Leben willkommen heißt. Aber das ist noch nicht alles. In einem anderen Zeitabschnitt, wenn Hermine Harry begleitet hätte, um den Spiegel im Stein der Weisen zu sehen, war es eine ganz andere Version von Hermine als die, die wir gerade besprochen haben. Ich vermute, dass sie sich als Hogwarts-Lehrerin gesehen hätte, wie zum Beispiel Professor McGonagall, die eine weithin bekannte, respektierte und sogar bewunderte Person für ihr Wissen und ihre Macht der Magie war. Im Laufe der nächsten drei Bücher, als Hermine sich immer mehr Ungerechtigkeit in der Welt der Zauberer bewusst wurde, glaube ich, dass sie begann, sich selbst als Schöpferin einer gerechteren magischen Gesellschaft zu sehen. Hermine war entschlossen, sich zu beweisen, und das hat sie auch getan. Die dritte Figur, die wir haben, ist Lord Voldemort. Obwohl es für andere leicht zu erraten scheint, was sein Wunsch ist, ist es nicht immer Unsterblichkeit oder Macht oder gar der Sieg über den Tod, um den es geht. Der Spiegel hängt davon ab, wie lange er ihn anstarren würde, denn ich glaube, er würde sich nach einer Weile für etwas anderes entscheiden. Voldemort ist ein komplexer Bösewicht und weit davon entfernt, unschuldig zu sein. Und natürlich sind, bevor das alles eintraf, in seinem früheren Leben viele Dinge schiefgelaufen, die ihn auf die dunkle Seite getrieben haben. Gehen wir zurück in seine Vergangenheit. Tom Marbolo Riddle wurde als Sohn von Marob Gaunt und Tom Riddle Senior geboren. Die Liebe zwischen seinen Eltern war nur vorgetäuscht, weil Marob einen Liebestrank benutzte. Tom wuchs in einem Waisenhaus auf, ohne seine Eltern oder irgendwas über seine Familie zu wissen. Er war nur ein verlorener kleiner Junge, der nach Antworten suchte, und weil seine Mutter nicht da war, um ihm Liebe und Fürsorge zu geben, suchte er nach ihr. Er wuchs ohne jedes Konzept oder Vorstellung von Liebe auf, weil seine Eltern sich im Grunde nicht liebten. Tom Riddle wurde mit einer Unfähigkeit geboren, Liebe zu empfinden, und das war wahrscheinlich der Grund, warum er die schrecklichen Dinge getan hat, die er getan hat. Wenn Tom in seiner Jugend in den Spiegel geschaut hätte, hätte er sich und seine Eltern glücklich zusammenlebend gesehen. Sein Vater und seine Mutter hätten sich mit klassischen Mitteln kennengelernt und hätten sich auf natürliche Weise verliebt und nicht mit Hilfe eines Liebestranks. Tom Riddle wäre ganz normal gezeugt worden und wäre mit Verständnis von Liebe und Gefühlen geboren worden. Er hätte vielleicht sogar seinen Großvater und Onkel gesehen, aber er hätte sie in einem viel respektableren Licht gesehen. Sie wären mächtige Zauberer und wirklich stolz auf ihr Erbe, die Nachkommen von Salazar Slytherin selbst zu sein. Aber später, als Tom Riddle zu Lord Voldemort wurde, wird er, wenn er in den Spiegel schaute, seine Mission, den Tod zu besiegen und damit für immer der mächtigste Zauberer zu sein, ganz klar vor ihm sehen. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass sein Vater ein Muggel war, der seine Mutter verleugnete und zurückgelassen hatte. Und er hatte auch das Gefühl, dass seine Mutter Marob eine schwache Hexe war, als sie starb, weil er den Tod als Schwäche betrachtete. Daher sah er sich in der Lage, Dumbledore zu besiegen und zu töten, und schließlich würde er Harry Potter töten und alle Muggel und Zauberer beherrschen. Er hätte den Tod wahrhaftig besiegt und würde sich als der nächste, mächtigste dunkle Zauberer der Welt betrachten, der je gelebt hat. Er hätte seine Armee von Todessern, die alle begierig wären, seine Befehle auszuführen. Und was würdest du sehen, wenn du in den Spiegel schaust? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.